herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland. Immer noch am Dreschen. Und es wird auch noch Minimum ein Tag so gehen. Heißt Minimum eine Folge. Aber nicht heute, weil der Neumann ist gerade vorbeigefahren. Das heißt, ich muss eigentlich an den Hof fahren. Weil ich möchte mit ihm noch ein bisschen was bequatschen. Ich möchte ja noch einen neuen Traktor haben. Also ich überlege mir, einen neuen Traktor zu kaufen. Und das würde ich gerne mit ihm besprechen. Darum machen wir uns jetzt gleich los. Jo, Folge hier. Hallo, ist der Norman. Servus. Bin auf dem Weg. Perfekt. Dann bist du ruhig. Bis gleich. Ja, nicht ganz korrekt gewesen, meine Rechnung. Nur 46.000 Liter im Anhänger. Aber das ist auch okay. Also Fakt ist, ich brauche auf jeden Fall einen Traktor mit Frontlader. Bin gespannt, was er mir da anbieten kann. Vielleicht hätte ich gern mal wieder so einen Hirsch. Also ein Hirsch wär nice. Da steht's ja. Schien. Moment, ich fahr mal kurz hier noch in das Silo. Moin. Servus. Moment kurz, muss gerade noch aufladen. Ich fahr noch ein Stück vor. Jo. 70.000. Also den Anhänger bekomme ich auf jeden Fall voll. So. Kann man gucken hier. Transportschäden. Style, ey. Vor allem die Farbe, ne? Die Farbe ist schon heftig. Ja. Wie ja. Natürlich, die ist gigantisch. Wenn es nicht von Deutsch wäre, dann ja. Das ist ein Metallic-Lack. Vor allem ist der nicht auf Plastik, sondern auf Metall. Also ist er nicht von Deutsch. Oh, oh, die ist aber riesig, ey. So groß hatte ich die gar nicht in Erinnerung. Krass. Sehr schick. Wie viel Leistung braucht die jetzt? Die? Ja. Muss noch mal kurz was gucken. Ich merk's dir gleich. Ja. Pflegebereifung brauche ich auch. Okay, 16,6 Stunden, der hat eigentlich noch eine Weile.
So, und? 270 PS braucht er. 270, okay. Oh, jetzt habe ich dem Blaubeer eine Palette Eier versprochen. Du hast doch Ah, doch, eine. hier habe ich eine. Okay. Aber Glück gehabt, ey. Dachte, ich hätte gar keine. Passt. Okay, es geht um Folgendes. Ich bräuchte einen Traktor. Traktor. Oha, jetzt geht's los. Eventuell mal gerne wieder einen Hirsch. Hatte ich ja schon länger nicht mehr. Direkt bei Großtraktoren oder? So viel Geld habe ich wahrscheinlich nicht. Unter 300 brutto. So rum müssten wir uns bewegen oder 300 maximal. Allerdings braucht der definitiven Frontlader. Naja, dann gibt es dieses John Deere Pack, da sind unterschiedliche Hirschfahrzeuge mit bei. Ist im Oder Katalog. halt Katalog, ja. Ah, hier, okay, ja. Ne, der. Da hätte der letzte mit Der ja, der letzte. letzte mit Frontladeraufbau wäre der 6R. 6R. Ab den 7R hat der 7R hat keinen Frontlader. Ja, dann unter haben wir die große Traktoren. Auch nochmal der 6R. Ja, Der 6N. in der 7R hat kein. Was nehme ich denn dann? Wie viel PS hat denn der 6R? Maximal, wenn du es hoch. Wenn du den be besten Motor noch ein mitbestellst, dann sind 300 PS. Wie viel? Ah, ja, doch, 300 300, PS. ich sehe es in der Tabelle. Okay. Ja, ich sehe gerade, der hat einen Haufen Ausstattungsvarianten. Machen wir das GPS rein. Dann die Warte, Schnaps. Ja? es gibt verschiedene GPS-Modi. Einmal Ein mit Standard. der einfach ganz normal. Jo. Dann. Oh. Schwarz mit grauem Grill sieht ja fesch aus, ey. Schwarz mit grauem Grill. LED Rundumleuchten. So eine Chrom. So eine graue Blende ist auch cool. Für einen Auspuff. Weil es ein PDU Plus. Das ist die Anzeige, die bei der Rechttür ist. Also da, wo man nicht rausgeht, eigentlich. Wird kein Geht ja Ding. immer links raus. Zeigt dir halt noch zusätzliche Informationen an. Okay. Dann Radgewichtfarbe in Felgenfarbe. Tagfahrlicht Angel Eyes. Den Frontladerschutz. Maximaler Motor und ein Frontlader.
weiß nicht, ob das auch bei dir so steht, aber das sind netto 252.400. 400, dann hast du irgendwas vergessen. Was hast denn du für einen Frontlader drin? Ah, Ach, ne. der Hauer, John Deere, wie? Ne, den John Deere brauchen wir. Ja, dann sind es fast, also dann sind es 252.917. Und brutto? Wenn wir das. Sind 290.000. Da sind wir ja unter 300. Passt ja. Na, dann bestell mal. Muss ich die Woche noch ein bisschen Geld verdienen. Aber ich habe auch noch ein bisschen Dinkel. Von dem her müsste das hinhauen bis nächste Woche. Kurz aus. Jo, schreib mal auf, ich telefoniere mal kurz. Jo. Klingelingeling. Ja, ein Blaubeer. Jo, Volker hier, servus. Hi, grüß dich. Hast du die Palette schon abgeholt? Ja. Ah, okay. Okay. Wenn du von hinten auf dem Hof fährst, rechter Stall. Ah ja, okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, ich hätte gar nicht genügend. Aber dann passt's ja. Nee, passt schon. Gut, danke. Alles klar. Jo. Ciao. Ciao. So, gut. Und aufgeschrieben. Ah, nein, nein. Du musst ja deine ganzen Configs noch mit aufschreiben. Ja, ich gehe noch mal kurz was gucken. Dann gehen wir nämlich gerade mal gucken, weil dann muss der hier muss umlackiert werden. Muss natürlich zum Traktor passen, ne? Der hier, da drüben ist. Den hier hätte ich eigentlich auch gern umlackiert. Den Mulcher. In Schwarz oder so. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe ja noch meine Sämaschine, aber die gehört mir ja gar nicht. Hier müsste auch umlackiert werden. Der ist sowieso viel zu groß, der Frontlader hier für den Traktor. Geht gerade noch so. Thank you.
Oh, fertig aufgeschrieben. Ja. Und? Was und? Achso, nee, den Bruttopreis hast du schon gesagt. 290, gell? Ja. Also, zum Lackieren. Ja. Der LKW hat noch ein bisschen Zeit. Jo. Die Poltergabel da drüben. Ah, die, ja. Den Frontlader und... Also, ne. Ah, den Frontlader. Ich weiß gar nicht, ob du den lackieren kannst. Ich denke nicht. Den werde ich nicht lackieren können. Schande, ey. Was kostet der andere? Welche andere? Da gibt es ja nicht nur einen. Ich habe in dem vorhin habe ich noch einen gesehen. In dieser auch dieses Pack da. Ja, da gibt's zwei verschiedene so. Ah nee, aber eins. Der den großen? Ja, ich denke. Dann natürlich in Schwarz. Und dann noch mal ungefähr 7000, ja, 7000, die noch mal oben drauf kommen. Krieg mal hin. Dann würde ich dir den hier gleich aufladen. Dann kannst du den Frontlader exportieren. Achso, ja. Da passiert. Weiß es nicht, was du da fabriziert hast. Wir haben nur abgekoppelt. Komm, komm, wir schieben ein bisschen. Wird, glaube ich, nichts. Sack schwer, das Ding. Jetzt zurück, zurück, zurück. Ah, warte, ich nochmal und ich schieb. 3, 2, 1. Aua! Ja! Ich glaube, der hat sie verklemmt. Glaube ich auch mittlerweile. Also spätestens jetzt. Nee. Ja. Ja, ist ja nicht mein Problem, ne? Das stimmt tatsächlich. Also, warte mal, denn da stehe ich mal gerade auf die Seite. Könnt ja nicht mehr. Oh ja. Jo, jo, jo. Ja, 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 ja. Nö, dann war's das erstmal für die. Für heute. Den Frontlader dann noch, ja? Mitbestellen.
Ach so, ja. Gut. Und die beiden hier nicht mit jetzt? Hey, das machen wir dann, wenn es Ja, da ist, kannst du ne? nächste Woche machen, das passt schon. Jo. Wenn du den bringst. Und ihn den Mulcher da hinten bitte auch lackieren dann, wenn es soweit ist. Jo. Vielleicht bin ich dann auch soweit mit dem LKW fertig, dass du den auch direkt machen kannst. Ja, das ging ja schon hin. Gut, danke. Tschüssi. Tschüss. Gut. So, jetzt schauen wir das Auto an. Lecker schmecker. Sound an, ey. Schickes Teil, damit muss ich heute am Sonntag mal zu den Blaubeeren fahren oder so. Um den mal vorzuführen, den schicken Dinger hier. Und jetzt schön in die Garage und da bleibt er erstmal. Zwar ein Diesel, aber naja. Was soll's. Schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Da ist sogar noch ein Gewicht, was wir lackieren müssen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.